Ey, was muss ich denn machen hier? Wie gesagt, ich hab... Achso, da ist noch einer. So, komm. Neues Leben scheint aus den grausigsten Erinnerungen der Menschheit. Und den nächsten Würfel geschaffen. Schwachpunkt. Aua. Dann. Aua. Wenn ich nichts zu tun habe, erstmal drauf fallen hier. Wir waren Freunde! Wir waren Freunde, mein lieber Freund. Komme! Na? Well. Halben Balken verloren, wow. Das gleiche Spiel nochmal? Komm schon. Nochmal Würfel kloppen? Wer hat euch denn erfunden hier? Wo ist meine Energie, Jungs? Du hast meine Szenario-Prognose übertroffen. Boah, bist du nervig. Boah, ist meine Energie wieder. Ja. Ich will auch nicht so werden wie du, aber ich brauche... Oh, was ist das denn jetzt hier? Hallo. Ich brauche Energie. Dankeschön. Aua. Aber das Versprechen eines Glücks nach Maß war zu verlockend. Nein. Das kann ich schlecht verwenden. Wenn ich Energie brauche. Drei, zwei, eins. Danke für den Tipp. Angst, Verlust und Reue. So. Ich glaube, du weißt doch kein Mensch, wo die Dinger herkommen. Hallo? Ah, oh, jetzt muss ich wieder auf Zeit warten, oder was? Dann kann ich mich ja in der Zeit aufladen. Schuldgefühle, Neri? Nein. Weißt du noch, wie du Frank Forlands Gedächtnis umgepflügt hast? Ja. Sein Leben wurde so unerträglich, er musste ein Ende machen. Oh, ja, was kann ich denn dafür? War nicht mein Problem. So sieht nicht, wo der wieder seine Scheiße hinspuckt. Ich will nicht wieder so lange warten, so. Patz! Ergib dich mir. Ich wische deine Schuld im Handumdrehen weg. Nö, nö, nö. Danke fürs Kompliment, aber nö. Und für das Angebot, nö. Danke, 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 danke. Nein, nein. 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 Nee, was ist das? Was ist denn los, H3O? Oh. Stopp. Friss. Friss das. Und Nummer 2. H3O. H3O.
kloppe ich dich nochmal. So. Ja, da können wir eine längere Folge rausmachen. Definitiv. Oh, der Autounfall. Das Ebenbild. So, und nun? Ich muss der Würfel. Boah, was hast du denn davor? Ich weiß nur, wo der Würfel ist. Wo ist der Würfel? Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ach, halt die Klappe. Gib mir den bescheidenen Würfel. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Oh, Ladies and Gentlemen. Jetzt muss ich einmal hier ausrasten. Oh, nee, da kann ich nicht so. Schuld, das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Hey, wo ist das denn? Es geht mit dem bescheidenen Würfel, mein Freund. Hä? Okay. Danke für den Tipp. Ich hätte das niemals gemerkt. Da ist er. Deine Mutter schuf sich neu, okay. Ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Okay, okay, okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann muss ich immer das Ding einsetzen und Raserei vielleicht drauf. Aber du hast mir erzählt, der Unfall sei allein ihre Schuld. Warum nicht? Deine Kotze irgendwo anders hinspucken. Ah, da juckt die Nase und ich komme hier auf die Leertaste. Ja, 42 Sekunden noch. 19. Keine Gewissensbissen, nicht mal wegen deiner Mama. Nein, auch nicht wegen meiner Mama. Weilst du ungezogenes Mädchen. Na. Du warst frech, dann kriegst du das auf der Mütze. Was ist denn mit euch hier los? Hallo? Wer hat euch denn hier bestellt? Hallo? Was ist das denn hier für... Hallo? Hallo? Was soll das denn hier? So viel auf einen. Oh, weiter auf Raserei. Ah, ihr seid doch gemein. Ich bin jetzt zu nah bei euch. Ich muss einfach Raserei ansetzen. Zumindest hier ein paar Teile hier wegbekommen hier. So nicht auszahlt mit euch. Nein! Nein! Ich bin der Traum deines Vaters, sein Leben. So, der letzte Moment. Yeah, ich kann fliegen, ich bin Batman. So, finaler Kampf. Komm schon. Eisig. So, was passiert noch? Ich bin Superman. Ich halte schon mal alle Knöpfe bereit. Kann immer noch was passieren. Wo tauchst du ein? Ist Sensen? Das wäre ein schönes Bild gewesen. Kann
Komm schon. Freiheit. Es tut mir leid, Edge. Du bist nicht schuld, Schwester. Mach mich jetzt fertig. Fühl dich aber, wenn die Sequenz so lange dauert. Wir haben ja Zeit. Der Schmerz löst 3000 Punkte. Lächerlich. Und für so was hätte ich mehr erwartet. Aber ist ja, ich glaube, eh das In Ende. In wenigen Sekunden gebe ich all mein Gedächtnis den Menschen zurück. Adieu, Nillen. Auf nie vergessen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. So. Oh nö. Ein Freund sagte mal, das Gedächtnis eines einzigen Menschen ist eine Festung komplexer als die größte Stadt. Aber wir fanden den Schlüssel zur Burg. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Mein Freund hieß Edge. Geboren aus dem Missbrauch von Sensen, verstand er als Erster, dass wir dem Abgrund zustrebten. Edge starb, um uns zu erinnern, dass man die intimsten Türen nicht öffnen darf. Und dass Leid und schmerzliche Erinnerungen eben Teil unseres Lebens sind. Mein Name ist Nillen Cartier Wells. Ich bin Gedächtnisjägerin. Ich kann alles über dich erfahren. Ich kann dich alles glauben machen. Das ist meine Gabe. Mein Vermächtnis. Zum ersten Mal in meinem Leben erinnere ich mich genau, wer ich bin. Außerhalb meiner Festung wartet nun eine Familie und eine neue Welt auf mich. Eine kaputte Welt, die man heilen muss. Das hat mich mein Freund gelehrt, bevor er verschwand. Ich werde ihn nie vergessen. Ja, und die Credits. Es war klar, dass die Credits jetzt noch kommen. Ach ja. Ich glaube, ich lasse sie noch laufen. Dafür habt ihr Zeit. Ja, ich fand das Spiel relativ gut. Also ich würde es aber nochmal spielen für mich selber. Da habe ich nicht so eine Hektik, kann da gut an die Sache rangehen. Schade war, dass wir das nicht vorher wussten mit diesen komischen Käfern, dass wir die zerstören können so direkt. Aber sonst die Story ziemlich gut gelungen. Viele verschiedene Enden, Rätsel reingepackt, also dann nachher noch die Wendung da mit ihrer Mutter, dann mit Bad Request, dass das ihr Bruder ist. Ist ja alles später erst aufgetaucht, wo man sie immer auf diese Person fixiert waren. Aber sonst eigentlich relativ gut. Das Ende ist natürlich ein hartgesottenes Ende, dass Edge doch nachher das H3O-Projekt ist. Ja, kann man natürlich nicht ändern. Naja, jetzt schauen wir uns noch gut die Credits an und eigentlich kann ich dazu dem Spiel eigentlich nicht mehr zu viel erzählen. Das ist eigentlich relativ gut gelungen. Man hätte vielleicht noch ein, zwei Szenen mehr machen können mit dem Gedanken-Remix oder sowas. Das wäre vielleicht noch gut gewesen, aber so in der Hinsicht gut gelungen. Vielleicht kommt noch ein zweiter Teil, man weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass es noch einen Teil kommen wird, aber ich würde mich freuen. Es macht auf jeden Fall Spaß, hat Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen, Gedanken nochmal neu zu spielen, die Gedanken anders zu gestalten, wie es anders laufen kann und die Enden dann sozusagen zu enden. Das wäre vielleicht auch eine gute Sache, so zu kombinieren, wenn man die Gedanken remixt, dass man nur eine Wahl hat und wenn man jetzt ein gutes Ende oder ein schlechtes Ende aus den Gedanken rausmacht, dass man dann halt zum anderen Ende bzw. Story-Spielverlauf kommt. Das wäre vielleicht eine gute Option. Aber man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Ja, das ist auf jeden Fall Finale plus Credits. Könnte nicht ausschließen. Das war jetzt ein finaler Schlag, kann man die eigentlich überspringen hier? Ja, ist für uns einfacher. So, was haben wir geschafft? 78%, ja. Aber ich wollte mal hier noch reingehen. Bei den Extras hier. Da haben wir noch so ganz viele Fotos, glaube ich, ne? Artworks. Was haben wir denn da noch?
Da waren wir schon. Nächste Seite. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Ah, guck mal hier einer an. Da haben wir dann noch viele Seiten. Da haben wir noch viele Seiten, ja gut. Könnte man sich jetzt alle angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt... Ne, müsste man alles zurückmachen und sowas. Naja, ist ja eigentlich für mich nur gedacht. Ah. Charles Carter Wales. Was ist das denn nur von... Achso, das war das St. Michael. Ja, ist doch gutes Ende gelungen. Was haben wir denn hier noch? Zwei Charakter, die ich gar nicht kenne. Es könnten aber auch vielleicht hier Dr. Quaid und Madame sein. Aber man weiß es nicht. Charakter, die niemals aufgetaucht sind. Verschiedene Blöcke. Sind wir in Minecraft hier? Wir können ein paar in so ein paar eintauchen hier, würde ich sagen. Ah, das ist Dr. Quaid. So eine Leaper-Einheit. Da oben ist hier so ein Kampfroboter. Was haben wir denn noch? Da ist das Flugzeug. Was haben wir noch? Wen haben wir denn hier? Hier diesen Frank, glaube ich, hieß er. Überwachungsdrohnen. Hier sind diese Beschussroboter, die mir immer auf den Keks gegangen sind. Und zwar ziemlich. Gut. Damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Natürlich werden jetzt nach diesem Let's Play jetzt ganz andere Let's Plays wieder starten. Aber möchte euch damit ans Herz legen, kauft euch das Spiel, wenn ihr darauf Lust bekommen habt. Versucht es nochmal selber zu spielen, ohne ein bisschen so an den Rätseln dran zu gehen. Versucht die Rätsel selber zu gucken. Und vielleicht sieht man sich dann beim Let's Play wieder. Bis dahin, euer FlashOTP und vergisst nicht, nach diesem schönen Ende zu abonnieren. Deswegen und tschüssen!